sind aber auf seinen Spuren gereist. Wie wichtig war das für Sie? Ganz wichtig. Also für mich ist das Schreiben dieses Buches, der Erfindung der Natur, sehr stark eine Reise durch. Wichtig deshalb, weil gerade diese fünfjährige Reise, die Humboldt durch Lateinamerika gemacht hat, so wichtig für Humboldts Denken war. War das für mich ganz, ganz wichtig, dass ich diese Reise sozusagen zumindest in Teilen nachvollziehe, weil für ihn dort mit der Begegnung der Natur dort sich was ganz, ganz stark was in seinem Denken geändert hat. Und um das irgendwie nachzuvollziehen, musste ich das aussehen. Ich weiß nicht, wie andere Schriftsteller das machen. Das ist natürlich auch, also ich bin auch sehr reiselustig, das ist natürlich auch eine gute Ausrede, reisen zu gehen, alles im Namen der Recherche. Aber es gab schon so ein paar Punkte, wo ich wusste, das muss ich sehen. Also ich musste in den Regenwald zum Orinoco, um das zu fühlen, also um die Hitze zu fühlen, um auch irgendwo nachvollziehen zu können, wie schwer das für Humboldt war. I've seen pinkish-gray river dolphins, I've heard the incredible noise of howler monkeys, I've seen colorful birds. So it's this unbelievably extraordinary ecosystem that fascinated Humboldt. You guys, it's a bit higher up. I'm giving up here at 5,000 meters. Ich musste auf den Chimborazo, um diese Welt zu sehen dort, die dieses Schlüsselerlebnis für Humboldt ausgelöst hat. Leider konnte ich natürlich nicht 5 Jahre durch Lateinamerika reisen. Ich bin halt kein Sohn einer reichen preußischen aristokratischen Familie. Also das musste man sich so ein bisschen aussuchen. Ich bin jetzt gerade zurückgekommen aus Kolumbien auch, ja, wo man ja denkt, also ich habe meine Recherche ja eigentlich gemacht, aber ich wollte dann doch auch noch mal da ein bisschen was sehen, weil ich damals auf der Recherchereise nicht bis nach Kolumbien gekommen bin. Humboldt, wissen wir ja, ist mit einem mit unglaublich vielen Instrumenten gereist, hat Bücher mitgenommen. Was haben Sie denn mitgenommen auf Ihre Reisen? Also ich hatte es sehr, sehr viel einfacher als Humboldt. Humboldt ist mit 42 wissenschaftlichen Instrumenten gereist. Mein einziges wissenschaftliches Instrument, würde ich sagen, war mein Computer. Ja. Das war eigentlich das Einzige, was ich mitgenommen habe, und mein Telefon. Ansonsten habe ich mich auf meine Füße verlassen, da hochzugehen. Das war für mich mehr, ich musste ja nichts messen. Für mich ging es mehr ums Fühlen, weil Humboldt ja auch ein Wissenschaftler ist, der halt sagt, wir müssen die Natur nicht nur vermessen, sondern wir müssen die Natur auch fühlen und unsere Vorstellungskraft benutzen. Und also deshalb habe ich sozusagen mein Herz, meine Seele und mein Gehirn mitgenommen auf diese Reise. Aber das liest man ja aus Ihrem Buch förmlich heraus, dass Sie das eben diese Spuren von Humboldt mitgelaufen sind, die Strapazen. Also man leidet ja eigentlich mit, ja, wenn also die Füße am Chimborazo anfangen einzufrieren oder drohen abzufrieren oder die Moskitos am Orinoco über einen herfallen. Wo haben Sie denn mal auch das Gefühl gehabt und gesagt, nee, also jetzt wird es mir einfach dann doch zu strapaziös? Da gab es viele Momente. Also es gibt zum Beispiel einen Moment auf dem Pichincha, das ist auch ein Vulkan in Ecuador, wo Humboldt in den Krater reinklettert oder ein Stück, und da gibt es im Krater so einen Felsvorsprung, da legt er sich drauf, ein ganz enger Fels, und der wackelt richtig, weil es da drin brodelt, und er hängt da sozusagen drin und misst den Schwefelgehalt der Luft, und da also wir waren auch da oben, und da habe ich gesagt, okay, jetzt reicht's. Also ich bin jetzt hier hochgekommen, so weit, aber weiter gehe ich nicht. Ich muss jetzt nicht irgendwie hier im Krater mich reinhängen. Also und dazu muss man natürlich sagen, dass Humboldt das monatelang gemacht hat, jahrelang, während ich das alles nur wochenlang gemacht habe. Wie lange waren Sie am längsten, wenn Sie dort waren? Das längste war 3 Wochen. Ja. Und dann, Sie reisen alleine oder haben Sie Begleitung? Ich habe, also die große Reise, die ich gemacht habe, habe ich mit meiner besten Freundin gemacht. Wir hatten damals unser 40. Jubiläum unserer Freundschaft und hatten uns immer vorgenommen, dass wir dann auf eine ganz tolle Reise gehen. Und die hat dann gesagt, warum machen wir deine Humboldt-Reise nicht zusammen? Ja. Und sie meinte, also solange wir nicht in irgendwelchen Archiven sind, sondern die Landschaften sehen. Und dann ist sie mit.
Und wir hatten natürlich auch noch einen Guide, also einen Führer, sonst, weil wir ziemlich, also auch Abwege gegangen sind. Und sie sprach auch noch fließend Spanisch. Also das war ganz, ganz toll. Und wir haben also auch ganz tolle Momente gehabt, zum Beispiel auf dem Antisana, auch ein Vulkan in Ecuador, haben wir auf 4000 Meter eine Hütte gefunden, in der Humboldt übernachtet hat. Und in dem Moment kam also eine Herde wilder Pferde. Und wir standen also in dieser Herde drin. Und dann kreisten 4 Kondore über uns. Also das war schon ein ziemlich spektakulärer Tag. Also ein sehr guter Recherchetag, muss ich sagen, war das. Die Natur haben Sie ja für sich eigentlich schon sehr früh entdeckt. Als Kind erst die ersten 4 Jahre in Indien gelebt. Und dann, als Sie dann nach Deutschland kamen, Ihre Eltern hatten an der Schlei, das ist ein kleiner Fluss bei Hamburg, ist das, oder? Ja, ist in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein. Da hatten wir ein kleines Häuschen, als wir da das kriegten, Anfang der 70er Jahre gab es da noch nicht mal fließend Wasser. Also es war ganz, ganz einfach. Da kriegten wir zum Beispiel im Winter einen heißen Ziegelstein, der wurde in den Ofen geschoben und dann wurde der eingewickelt in ein Handtuch und dann kam der in den Schlafsack rein und der hielt einen dann die ganze Nacht wach. Aber das war so. Da haben Sie Natur erlebt. Ja, das ist halt Wasser und Wald gewesen. Mhm. Also da haben wir irgendwie in Bäumen geklettert, haben Dämme in Bächen gebaut und sind wahnsinnig viel draußen, also eigentlich den ganzen Tag immer draußen gewesen, weil diese Hütte, die wir da hatten, sehr, sehr klein und spärlich war. Und das war so für mich so dieses Entdecken der Natur. Und wir sind letztes Jahr hatten meine Eltern goldene Hochzeit, sind wir nochmal da zurück hingefahren. Und das war ganz interessant für mich zu sehen, weil ich immer so ein Gefühl habe, wenn ich Wasser sehe, fühle ich mich ganz zu Hause, und im Wald, in Buchenwäldern fühle ich mich ganz zu Hause. Und ich habe das nie so ganz verstanden, weil das für mich nie zusammengehörte. Und dann, als wir da wieder spazieren gingen, habe ich auf einmal gedacht, ja, es ist ein ganz alter Buchenwald am Wasser. Das ist irgendwo in meiner DNA drin und das kommt daher, also so diese Liebe zur Natur. Das heißt, zwangsläufig mussten Sie bei Humboldt irgendwann Irgendwie, ja. Also alle Wege führen zu Humboldt irgendwo. Dieses Buch ist ja nun ein Weltbestseller geworden. Haben Sie damit gerechnet? Nein. Ich glaube, dass kaum ein Schriftsteller damit rechnet. Er hofft es. Man hofft das immer bei jedem Buch. Ja. Nein, das hat mich total überrascht. Das hat mich zuerst überrascht. Das ist ja erst in England und in Amerika rausgekommen. Das hat mich total überrascht, dass das in Amerika auf der New York Times Bestsellerlist war, weil die Amerikaner halt noch nie über Humboldt was gehört hatten. Und dann in Deutschland hat mich das dann noch mal wieder überrascht. Also, und das ist in 23 Ländern wird das. Haben Sie eine Erklärung dafür, was diesen Humboldt jetzt auf einmal so spannend gemacht hat? Ich glaube, dass Humboldt irgendwo unseren Zeitgeist schon sehr trifft im Moment. Also dieses Interdisziplinäre ist, glaube ich, ganz wichtig. Humboldt hat im 18. Jahrhundert ja den vom Menschen verursachten Klimawandel vorhergesagt. Also ist damit auch irgendwo so dieser vergessene Vater der Umweltbewegung. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dadurch, dass Humboldt nicht diese scharfe Trennlinie zieht zwischen der Kunst und der Wissenschaft, hat er in unserer heutigen Gesellschaft, bedient er so eine Sehnsucht, glaube ich auch. Also wir haben das ja ganz stark getrennt. Also auf der einen Seite sind die Wissenschaftler, auf der anderen Seite sind die Künstler und die Poeten. Und Humboldt bringt das irgendwo zusammen. Der bringt die Aufklärung und die Romantik zusammen. Und irgendwo ist das was, glaube ich, wo sich eine neue Generation auch nachsehnt heute. Dankeschön, Frau Wulff. Ich danke Ihnen.